Guten Tag, willkommen zurück zu einem neuen Video, seit langem, zusammen mit dem Jan. Moin. Und dem Kevin. Ach. Und wir spielen heute ein bisschen GTA. Oh. Wir machen heute ein paar Automissionen, also ich alleine und die sind auch dabei. Import, Export, meinst du? Und jetzt join uns endlich. Ich bin doch bei euch, oder nicht? Nein. Uff. Oh fuck. Dann muss ich mal ganz dringend hier einen Cut setzen. Dann bis gleich. Kai Ofta hat das Spiel verlassen. Willst mich verarschen? Ich hab nicht umsonst dein ganzes Auto die ganze Zeit weggefetzt, Kevin. Das Auto. Und dein scheiß Minivan, da hab ich es einfach so weit weggeschossen mit der Alien Gun. Minivan? Der war, ist einfach weg. Ich hab Minivan. Was weiß ich, wie das heißt? Das ist Terrorarbeit, oder? Ja. Das wird das beste erste Video. Video Porker und das. Ich weiß, das ist jetzt schon ein geiles Video. Ich könnte das eigentlich genau so hochladen, jetzt wie es ist. Das ist halt einfach ein einziger Fail, dieses Video. Die Anmoderation, 2 Minuten gedauert. Jan schießt Kevins Auto weg, ohne dass er überhaupt da ist. Feier ich. Es ist schon geil. Kannst du nächstes Video machen, ist einfach ein Outtake-Video. Ja, könnte ich eigentlich machen, ne? Sammel einfach ein paar Outtakes, dann das 10. Video oder so, machst du ein Outtake-Video. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei meinem Büro wieder. Und ja, ihr habt richtig gesehen, meine Organisation heißt Rattenorgie. Hinterfragt es nicht. Aber ich bin komisch. Aber, bleib doch mal stehen, Jan. Im Übrigen ist das hier der Jan. Fuck. Hä, wo ist mein Haus? Der da, den ich gerade schlage. Ah nein, nicht. Oh scheiße, jetzt habe ich gehofft. No. Oh mein Gott. Gut. Ich darf nicht sterben, dann wird mein Fahrzeug einkassiert. Jan, hör auf! Du musst sterben. Nein, mein Fahrzeug darf nicht. Ich schwör's, dieses Video ist das einzige Chaos. Mein Fahrzeug wird nur einkonfisziert, wenn du von der Polizei gekillt wirst. Ja, das nein, also echt? Also das letzte Mal, als ich gekillt wurde von einem Spieler und da waren die Cops in der Nähe und haben mir. Ich hab halt Cops gehabt. Ach, egal. Oh, da ist Kai Ofte. Das ist übrigens Kevin da. Nur ich muss vor der Polizei fliehen und das ist doof. Ich habe auch extra Musik ausgeschaltet, damit ich keinen Copyright Strike bekomme. Ja. Das ist richtig geil. Ich hab gerade wieder mein Lieblings-Flashbacks-Lied. Fucking Paranoid. Von, Black Sabbath? Black Sabbath. Ich krieg bei diesem Lied immer Flashbacks von dieser einen Nacht, Alter. Ach man, das. Ja, was ihr nicht wisst, wir haben schon mal ein bisschen Spaß gehabt zusammen. Oh, sag nicht. Nee, ich erzähle nur davon, es war ein lustiger Abend. So viel sag ich. Ja, bis es dann nicht mehr so lustig wurde. Ja, der Abend ist ein bisschen komisch geendet, sagen wir es so. Jan. Muss mucken. Ey, hör auf zu schießen. Jan. Ey, okay, Jan, ey, du bist so ein Spaß, lass mich einfach diese Kack-Auto-Mission machen. Jan. Keine Beleidigung, das muss ich alles rausbieten. Nein, ich nicht, aber du bist so ein blöder Sch. Ne? Ja, du musst das alles schön rausschneiden. Ja, Jans Schuld, ich meine. Doch, du beleidigst. Go, Junge. Okay, gut. Hä? Jan hackt einfach. Jan. Soll ich dich reporten? Okay, ich bin so verwirrt. Oh, was stimmt nicht mit dir? Jan hackt einfach. Junge, ich kann die ganze Zeit mit weiterfahren. Warum? Mach ich gleich. Hat Jan wirklich hackt? Ich hab mein Terrorbyte auf Zugkabine niemand gestellt und grad Zugmaschine leer gemacht und ganz schön, die fliegt ja nicht raus. Ja, doch, ja. Ich steig aus, aber steig wieder ein danach. Und fahr weiter. Kevin, du musst. Aber wie kann ich so 100%, Alter? Hackst du gerade wirklich? Junge, Jan, hör mal auf, Alter. Das riecht unnötig wieder von dir. Mach doch nix gerade. Junge, ja, aber gerade hat nicht gereicht. Jan, hackst du. Junge, du bist ein Fettsack, Alter. Sag, wie es ist. Trau dich. Junge, jetzt käme ich euch nicht zu kommen. Junge, wir haben die 10 Minuten erreicht in der Rohdatei. Okay, Videos zu Ende. Wir haben 10 Minuten. Los, Werbung rein. Ja, ich klatsch das einfach komplett voll mit Werbung. Im Übrigen hat die fette Ratte aka Jan auch Twitch. Guckt in die Beschreibung, da habe ich ihn verlinkt. Ja.
Perfekt. Kevin, lass es. Mache nichts. Mache wirklich gar nichts. Ich will einfach nur mein Terrorbyte nehmen. Will damit fahren. Was macht ihr eigentlich? Junge, ich versuche mein Terrorbyte zu nehmen, Jan fährt damit weg. Ich will einfach die ganze Fahrzeugmission machen, damit ich die Batzen bekomme. Also weil ich wollte nur das Kokain-Business kaufen will. Zack, ich echt, du auch? Das günstigste ist ja 900.000 ungefähr, ne? Glaube ich. Ich klaue jetzt dieses Auto. Das ist gut. Basil. Jetzt. Ken, ich warne dich. Lass mich mitfahren. Ihr müsst wissen. Kevin? Ihr müsst wissen, Kevin ist so der Lustige in der Gruppe. Perfekt! Meiner macht gerade einfach so ein. Wie nennt man diesen Sprung nochmal ins Wasser? Ein Körper. Einfach oh. In so eine 1 Meter tiefe. So 1 Meter tiefes Wasser und klatscht einfach mit der Fresse auf den Boden. Warum fehlt bei dem Auto jetzt schon eine Tür? Ja, was hast du für Krämpfe? Oh mein Gott. Erreicht es jetzt. Einmal zu weit gegangen, immer zu weit gegangen. Ah, Junge, Jan, Alter, ich schwör's, ich bin die ganze Zeit gestummt, rede die ganze Zeit mit dir, dass du Lester anrufen sollst und so. Hab ich außerdem gestummt, weil ich mit meiner Mutter geredet habe. Und du sagst die ganze Zeit, dass du mal nicht schießen sollst, weil ich jetzt die Kopf, weil ich jetzt Lester rufe. Junge, du bist so ein. Echt, du hast dich ja gestummt. Ja, trotzdem, du musst doch nicht so eine unnötige Kacke die ganze Zeit machen. Och. Was macht dieser Kack-Kopf? Der rennt gegen meinen Kack-Terror-Bein die ganze Zeit. Ich weiß es nicht. Junge, warum sind hier so viele Cops? Was habt ihr gemacht? Ja, weil. Jan. Ich hab nichts gemacht. Holst du auch das Kokain-Business, Ragnar? Kannst du ja deinen Nachtclub da unten machen, dann läuft das ja die ganze automatisch. Ja, ich hab auch Dokumentenfälscher. Könnt ihr eigentlich auch verkaufen? Das kannst du unten bei dir im Nachtclub reinmachen, dann musst du gar nichts. Ja, ich weiß, das hab ich ja, deshalb. So. Klappt das gut oder? Ich verstehe nicht ganz, wie das klappt. Verkaufst du musst halt automatisch oder sammelt das? Nee, das sammelt nur. Verkaufen musst du selber, aber es sammelt. Ja, das ist trotzdem easy. Ja, das. Ja, das ist ja trotzdem bei Kokain-Business richtig gut, weil dann sammelst du halt die ganze Zeit und verkaufst es einmal. Also ein Techniker ist für ein Business zuständig, aber einer ist gratis, ein Techniker. Der zweite kostet 140.000 ungefähr. Ja, muck doch nicht, ich fahr jetzt nirgendwo hin. Ja, ich will aber trotzdem rein. Versuch nur einzuparken, nerv mal nicht, Junge. Genau das schneide ich rein. Ich schneide alles andere raus, ich mach nur das Geräusch da rein und dann lade ich das so hoch. So, ich muss euch jetzt mal mein Rattenmobil zeigen, das ist eine super tolle Familienkutsche. Die habe ich hier in meinem Nachtclub. Noch nicht gesehen. Die habe ich hier in meinem Nachtclub geparkt. Das hier ist das Rattenmobil. Es ist wunderschön, es ist rot, es ist getuned. Was will man mehr? Es hat 4 Plätze. Hat auch einen großen Kofferraum für Urlaubsfahrten. Also was will man mehr? Die da reinkommen. Hat auch ein Radio mit sehr vielen Sendern, wie man hier sehen kann. Gut, kann man gerade nicht sehen, okay. Hat gute Felgen, meine Lieblingsfelgen. Getöntes Glas. Es ist Torino Rot. Was macht der Typ eigentlich? Ich hab von dem auch nichts mehr gehört. Der Mascher hat schon seit 5 Monaten kein neues Video hochgeladen. Aprovet. Ich weiß nicht, wenn. Weiß nicht, Aprovet kenne ich nicht. Also weiß nicht. Aber Leon Mascher ist einfach. Wenn er zurück auf YouTube kommt, weil. Kennt ihr Mimi? Ja. Ja. Dann wisst ihr warum. Er hat jetzt schon 6 Paybacks oder 5 hochgeladen, Digga. Ich denke mir nur, Leon kann sich löschen gehen. Hey, warte, was ist? Ich habe das jetzt letzte, was ich mitbekommen habe, war, dass bei der VidCon, als der da die bedroht hat oder sowas. Ach so, das so. Ja, darum geht's bei Mimi auch. Also Mimi. Immer noch? Also Mimi, ja, lass mich erklären. Mimi ist eigentlich seit 2 Jahren. Also vor 2 Jahren hat er halt einen Diss-Track gemacht gegen Leon. Ja, das habe ich mitbekommen. Leon hat darauf reacted, in Anführungszeichen, und gesagt, das kann man sich nicht geben wegen der Stimme. Dann war Mimi für 2 Jahre oder so, ja, nee, für ein Jahr inaktiv. Nee, ja, Mimi für oder? 2 Jahre. Mimi war für 2 Jahre inaktiv. Hat dann vor 3 Wochen
ist genau 2 Jahre her, dass der Diss-Track kam, glaube ich. Hat er den Diss-Track nochmal in normaler Stimme hochgeladen. Und danach. Feier ich. Und danach hat er nochmal einen anderen Diss-Track gegen Leon hochgeladen. Und seitdem sind halt schon 6 Paybacks gekommen. Weil das war Leons größter Fehler. Was meinst du mit Paybacks? Ja, halt so Videos, wo er Leons Fake-Pranks aufdeckt. In jedem Video irgendwie 3 Pranks oder so zerfickt einfach. Er nimmt die halt komplett auseinander. Er sucht raus, wo das war. Sucht raus, wo der Kameramann war. Sucht raus, dass das alles gestellt ist. Ja. Und davon kamen halt jetzt schon 6 Videos. Und das hört anscheinend noch nicht auf. Also da kommen wahrscheinlich noch ein paar Videos. Und es war Leons größter Fehler, Mimis Speicherkarte zu klauen. Ich schwör's dir. Also Mimis, ich heiße wer Dingstens hier, wie heißt es, von, wie hieß der Typ nochmal? TV oder so. Ja, ich heiße wer seine Speicherkarte gewesen. Nee. Ja. Gut, ist jetzt die Frage, schneide ich das auch rein oder nicht? Ich glaube ja. Gut, ja, das zu verkaufen lohnt sich bis jetzt noch gar nicht. Ich habe 7000 hier. Dann lasse ich das mal. Oh, ich habe den falsch abgeknallt. Scheiße. Redest du gerade über Real Life? Ja. Auf jeden Fall Radio Real Life. Ja, das passiert mir aber auch manchmal, dass ich den falschen abknalle. Oh, ich wollte eigentlich den Beifahrer vom Hubschrauber abknallen, damit der Hubschrauber einfach nur rumfliegt. War aber dann auszusehen den Fahrer getroffen. Sonst hätte mich immer darüber gefreut, wenn ich den Fahrer getroffen habe, aber hier jetzt nicht. Und ich hab verkackt. Und los, snipe mich. Oh, komplett überpowerter. Kevin? PC. Kevin, ich. Wo bist du? Wo bist du? Ach. Ohne Witz. Er fährt mir einfach in mein Rattenmobil rein. Von hinten. Ich bin einfach irgendwo hinten, weil ist ja die Chance. Das war dein größter Fehler. Ich mache jetzt 6 Paybacks gegen dich. Oh nein, oh nein, oh nein, der LKW fährt los. Hast du überhaupt schon meine geile Maske gesehen, Ragnar? Hast du schon das geile Rattenmobil gesehen, Kevin? Nein. Ja, ich wollte dir eigentlich gerade zeigen, aber du bist nicht da. Ja, komm zum Fahrzeughaus, ich komme jetzt auch hin. Ja, ich bin schon da. Ich bin Schaumstoffratte. Ja, genau so ist die Ratte. Scheiß die Kuh. Alles ist raus? Jaul. Weiß nicht, ich gucke dann im Endeffekt, was ich rausschneide und was drinne bleibt. Junge, tunst du das gerade? Yes. Das ist gut. Da machen wir weiter. So, oh, dieses Loch, da kann man richtig gut durchgucken jetzt. Sieht man das? Sieht man das? Wo ist ein Kreiofze? Warum kommen hier noch mehr NPCs? Es gibt keinen Sinn. Kreiofze ist da. Oh mein Gott, da ist eine Fahrzeuglieferung. Ich glaube, ich klaue die. Auf. Ja, es ist schon stylisch. Komm, ich helfe dir jetzt mal. Wir beide mit Baseballschläger. Junge, diese NPCs sind so fucking overpowered. Ey. Das war keine Absicht, tut mir leid. Ja, okay. Junge! Jaul. Okay, du willst ein... Komm, nimm an. Trau dich. Nimm das Deathmatch an. Ich feiere das, wie es auch niemand wundert, in dieser Stadt einfach, dass es so ein Auto ist, wo so ein Schussloch in der Scheibe ist, wo Blut dran klebt. Hä, ist doch normal, sehe ich auch jeden Tag. Wisst ihr, was der beste Trick beim Deathmatch ist? Einfach nur wegfahren. Einfach die ganze Easy Way Out. So wie die ganzen PvP-Pros das in Freimodus machen. Du bist zu weit von deinem Gegner entfernt. Kehr um, sonst gibst du das Deathmatch auf. Ja, ich hab $200 gewonnen. Oh, ist Kai auch zu da? Komm jetzt gleich, warte kurz. Also ich lass das Auto reinbringen, guck ich noch. Janne muss dein Auto klauen. Wo ist dein Auto, Ragnar? Ja, ich hab's bestellt. Kevin, ich will seine Reaktion sehen. Auf das heile Rattenmobil und nicht auf das Video machen, oder?
Nee, 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 brauchst du nicht. Wisst ihr, was doof ist? Diese NPCs sagen manchmal einfach Cocksucker oder so. Und dadurch könnte mein Video entmonetarisiert werden. Feier ich. Das ist halt einfach dumm. Okay, Kaiofte, mach dich bereit, ich komme. Bist du? Ja. What the fuck ist das? Das ist das. Aus wie Leichenwagen. Das ist das Familienauto. Der das Ratten. Ist ein Leichenwagen. Das ist halt ein normales Auto, das ist. Eine aus Limousine ist das. Au! Vulkan warte, Ingot. Muss. Tja, schusssicher. Okay. Qualitativ. Quality made in Germany. Wollt ihr alle drei mit mir ein Auto verkaufen? Bitte? Ja. Ja, damit du 300.000 Batzen machst, oder was? Geh in einem Terabyte hier vorne. Terabyte hier vorne. Junge, der... Hör mal auf, Ragnar, Alter! Yeah. Ich bin so low! Guck mal, ey! Nicht mit der Waffe, das ist unfair. Das ist fair. Guck der... Warum ist er da hinten? Warum ist er da hinten? Jan, du hast so keine Hobbys. Bist du behindert? Der steht da vorne. Du bist auf dem Map angezeigt. Bist du dumm? Der ist einfach nein. Hier. Nein, jetzt kommen 10.000 Gegner. Wolltest du mit mir das machen oder nicht? Und ja, hast du den Terrorbett wie ich nach da ganz hinten geschossen mit dieser Alien-Pistole. Ja. Ich feier Alter, das. Was stimmt nicht mit dir? Wo ist der? Der ist komplett... Junge, Ragnar, hör doch mal auf. Wo ist der? Rass hier aus! Wo ist der? Junge, der ist fucking weit weg. Der ist 2-3 Blocks weiter, Junge. Spaß, Junge. Ich hab den einfach eben... Tötet mich! Und dann ist er kaputt gegangen. Okay. So hobbylos. Ich hab jetzt in der Rohdatei eine halbe Stunde. Junge, geht jetzt mal beide aus dem CEO raus, weil ich einladen kann. Junge, ich mach nicht. Ich will sie nicht machen. Junge, hast du gib dir keine 300.000 Batzen. Ich hab schon guten Content. Was passiert hier gerade? Was war das gerade? Junge, jetzt mach doch einfach mit, bitte. Komm. Ragnar, mach jetzt mal bitte mit, Junge. Ey, nein! Ragnar, please. Komm hinterher. Nee. Jaul. Die Gegner kommen, scheiße. Die Gegner will mich fetzen. Ich auch. Perfekt. Ich auch. Fickt euch, wer hat einen Räuber ausgesetzt? Wer hat einen scheiß Räuber auf mich ausgesetzt? Ich nicht. Junge, wer macht das denn wohl? Das ist Jan, Alter. Nein! Locker ist das Jan. Sonst würde da stehen, der Räuber von Jan hätte dich gefetzt. Ja, er hat mich noch nicht gefetzt. Ich bin ihm ausgewichen. Ey, hier läuft er noch. Wo ist er gespawnt? Wo ist er gespawnt? Ich höre hier doch jemanden. Nee, das ist der. Rennt hier rum, der rennt hier bei mir rum. Ja, da vorne, ich seh ihn. Ich fetz. Ich hab ihn halt wirklich keine Räuber geholt. Junge, klar. Nein! Wer denn sonst? Kevin macht sowas nicht. Er hat 13. Wenn's Kevin wäre, würde er ihn doch jetzt nicht töten. Klar. Weil ich habe auch keinen Bock, ein Auto zu verkaufen, falls aus dem Casino. Ach, hättest du ja gleich mit uns mitkommen können. Hätten wir Sprit gespart. Nee, können wir nicht. Sprit können wir mich abholen. Wir sind schon fast da. Ich wollte heute eigentlich 1,2 Millionen machen. Ich habe jetzt 300.000 gemacht. Ich habe heute auch ungefähr 300.000 gemacht insgesamt. Aber ich glaube, ich habe heute 500.000 gemacht, weil ich habe schon ein bisschen Geld ausgegeben. What the fuck? Junge, ich habe Kopfgeld bekommen. Oder? Junge, wer von euch hat mir Sölder aufgehetzt? Junge, ich nicht. Nee, doch nicht, Kopfgeld. Hä, hey, das würde da halt dann stehen. Okay, wir sehen jetzt, wie Jan dreht. Und danach drehe ich und dann ist das Video zu Ende. Mal gucken, was bekommt er. Oh, Auto. $40.000. Glückwunsch. Jetzt bin ich dran. Sehen wir mal. Warte noch, bis ich da bin, dann kannst du meins auch noch filmen. Nee. Was? Nee. Und was krieg ich? Auto. 15.000 Batzen, yay. Warte noch auf mich, ich bin schon vor dem Casino. Und tschüss.